Wir sind Kalle und Lukas und wir wollen euch heute den Emmy-Cox-Buch zeigen. Diesen ist ein Emmy-Cox-Buch über Vanille, das letztes Jahr fertig geschrieben wurde und publiziert. Emmy-Cox ist eine Geschichte, wo ein kleines Mädchen als Gewürzdetektivin arbeitet, sozusagen, und sie guckt immer nach, wo die Gewürze herkommen. Und erklärt dir die Geschichte. Ich finde den Buch sehr interessant, weil es immer zweisprachig kommt. In Deutsch und Englisch oder Deutsch und Spanisch kann es auch kommen. Es ist immer voller kleine Bilder, die dir eine schöne Idee geben, von was die Autorin gerade gedacht hat. Und das Beste für mich ist hinten die Erforschungsergebnisse. Hier kriegt man die Geschichte von die Vanille erklärt und die Erlebnisse, die Ariane hatte und einfach ein bisschen mehr, das nicht immer im Buch steht. Und auch immer ein Kochrezept hier hinten. Wieso Ariane auch hier zu Mexiko gekommen ist? Ist, weil die Vanille eigentlich ursprünglich von Mexiko ist. Alle Vanille war original von Mexiko und ist von in Mexiko angefangen. Also es gab nirgendwo in die Welt Vanille, außer in Mexiko, bis die Spanier kamen und mit den Böden es fortgebracht haben. So, das Tolle ist auch, die Schriftstellerin Ariane hat uns hier das Buch gewidmet, hat sie ganz lieb und nett und schön unterzeichnet und ein kleines Dankeschön geschrieben. Und ich fand das halt auch sehr lustig, sie begleiten zu dürfen durch Mexiko und ihr das Wenige, das ich über die Vanille weiß und über die Kultur erklären konnte.